Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich mit euch mal die neuen Spinner von Lego Ninjago anschauen. Und zwar sehen wir jetzt hier drei Sets. Wir haben hier einmal die 70688, die 70689 und die 70690. Das sind alles drei Spinner und wir sehen hier einmal den Kai, einmal den Lloyd und einmal den Jay. Und ich würde vorschlagen, wir schauen uns mal nacheinander an, was uns in der Packung erwartet, beziehungsweise testen jetzt auch mal die Spinner und das Zubehör, welches mit dabei ist. Und wir beginnen hier mit der 70688. Hier sehen wir den Kai und das wäre jetzt hier einmal die Rückseite. Hier wird auch schon erklärt, wie der Spinner funktioniert, beziehungsweise was hier alles mit dabei ist. Und hier oben sehen wir auch schon die beiden anderen Teile. Und die schauen wir uns später natürlich dann auch nochmal an. Ich würde aber sagen, wir werfen mal einen Blick hier in die Box und schauen wir uns, was uns hier drin erwartet. So, wir haben hier eine kleine Aufbauanleitung. Die Aufbauleitung hat 20 Seiten, hier wäre das Set soweit fertig. Hier haben wir die anderen Sets, die in der Welle mit dabei waren. Und falls es euch interessiert, dieses Set habe ich bereits schon vorgestellt, das verlinke ich euch mal oben. Genauso wie dieses hier, das kommt einfach nacheinander. Falls euch die Sets hier interessieren, dann klickt doch einfach mal auf das i. Dieses hier werde ich auch noch vorstellen. Und dann haben wir hier die Teilliste, ist recht überschaubar. Und hier haben wir einmal Rebuild the World. Und hier in der Aufbauleitung haben wir ein paar im Comic-Stil gezeichnete Bilder. Ganz cool. Hier haben wir nochmal eins. Und bei den ganzen neuen Sets ist es ja so, dass der Baufortschritt dann hier immer mit so einer Art Zeitleiste gezeigt wird, was ich ehrlich gesagt auch ganz cool finde, dann weiß man zumindest, okay, wie weit müssen wir dann schon, wobei bei diesen Sets hält sich tatsächlich in Grenzen, und zwar haben wir hier einmal den Spinner, also sprich als großes Teil, dann haben wir nochmal ein kleines Element, das ist mehr oder weniger der Deckel, der dann später kommt, wir haben hier, es ist keine Aufziehschnur, aber sowas ähnliches, und wir haben hier ein paar Teilchen, und ich würde sagen, ich baue das jetzt mal auf und dann schauen wir uns das mal gemeinsam an. Jetzt bin ich gerade dabei, diesen Spinner hier zusammenzubauen, und hier ist mir ein Teil aufgefallen, welches ich ehrlich gesagt noch nie davor gesehen habe bei Lego. Und sieht auf jeden Fall sehr abgefahren aus. Falls ihr so ein Teil schon mal in irgendeinem Set mal gesehen habt, dann schreibt es mir doch gerne einfach mal in die Kommentare. So, der erste Spinner wäre jetzt schon mal aufgebaut. Der Aufbau gestaltet sich nicht schwer. Und das sind tatsächlich auch nicht allzu viele Teile. Wir haben ein paar Teile, die zu viel sind. Also sprich, hier haben wir ein paar Shuriken. Warum der Kai Shuriken hat, kann ich euch nicht sagen. Normalerweise müsste er ein Schwert in der Hand halten. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass mit dem Schwert wird hier der Kai nicht reinpassen. Ein paar Ersatzteile sind noch übrig geblieben. Wir haben hier eine Feuerschale. Die schaut so aus. Nichts Spektakuläres. Hier haben wir nochmal ein zusätzliches Teil, welches wir jetzt hier unten noch zusätzlich reinbauen könnten, um die Schale nochmal zu erhöhen. Wir haben ja da vorhin in der Aufbauanleitung gesehen, wie der Kai hier aus der Feuerschale rausspringt oder wie auch immer. Und ja, also das Zeug ist ganz okay. Und dann haben wir unseren Spinner selber hier. Und der schaut eigentlich ganz cool aus. Wird hier arretiert, also sprich, man kann das hier rausnehmen. Und ich sehe hier auch schon was Weißes. Also das sieht aus, wie als wäre es so ein bisschen gequetscht worden oder ähnliches. Auf jeden Fall nicht so schön. Ich hoffe, man erkennt das. Und hier kann man jetzt die Minifigur reinstellen und den Deckel dazu machen. Aber ich würde vorschlagen, wir schauen uns mal als allererstes mal hier die Minifigur an. Und die finde ich ehrlich gesagt ganz cool. Und hier hätten wir jetzt auch den Kai mit seinen Wurfsternen. Die Frontbedruckung ist auf jeden Fall eine gelungene. Die Beinbedruckung, die kennen wir bereits aus der jetzigen Welle, sage ich jetzt mal.
Und das wäre jetzt hier einmal die Rückenbedruckung. Die Ninja-Maske selber ist hier mit, ich würde mal sagen, so mit Energie, ja, so eine Art Energiemaske, würde ich jetzt mal sagen. Und jetzt kommt das Spannende. Und zwar, wenn ich ihm die Ninja-Maske mal abnehme, sehen wir das Gesicht vom Kai. Und das ist eigentlich schon ganz cool. Das ist, der Kopf ist rot transparent. Er hat eine ganz coole Gesichtsbedruckung. Und wie wir hier sehen, er hat keinen Wendekopf. So, dann würde ich vorschlagen, wir setzen mal den Kai hier in den Spinner und spinnen einmal. So, und das wäre jetzt im Endeffekt dieses Teil, welches man festhält, also sprich das hier. Das ist ein bedrucktes Teil und im Endeffekt wird es einfach nur so aufgesteckt. Dann nimmt man hier diese Reißleine, schiebt sie hier rein und jetzt geht's los. Aufgepasst! So, ja, auf jeden Fall ganz cool. Bisschen Spielspaß ist da. Ich mache es gleich nochmal. Jetzt ein bisschen langsamer, dann können wir es ein bisschen länger spinnen lassen. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die nächste Schachtel an. Wir machen weiter hier mit Jay und das wäre jetzt hier einmal die Frontverpackung. Und das wäre jetzt die Rückseite, im Endeffekt genau das gleiche, wie wir auch schon gehabt haben. Und wie ich jetzt hier auch sehe, ist auch der Jay hier auch wieder mit Wurfsternen oder mit Shuriken bewaffnet. Naja, okay, dann wir werfen mal einen Blick in die Box. So, und auch hier nicht wirklich viele Teile. Wir haben hier eine Tüte. Wir haben hier wieder hier diesen Aufzieher, der verbogen ist, wieder den Deckel und den Spinner selber und die kleine Aufbauanleitung, leider komplett zerknickt. Und auch hier müssten eigentlich ganz coole Comicbilder sein. Jawohl, und hier sehen wir schon mal eins. Hier wäre das zweite. Hier ist übrigens das Set fertig und zwar mit sage und schreibe 18 Seiten, also sprich 2 Seiten weniger als davor. Und hier hätten wir jetzt auch wieder die gleichen Sets, oder beziehungsweise nee, hier ist Seite 20, also genauso viele Seiten. Hier hätten wir auch die Sets, die ich euch davor auch schon kurz gezeigt habe, die ich schon mal vorgestellt habe. Teilliste und dann baue ich das Ding mal auf. Bis gleich. Jetzt hätten wir das Benjutsu vom Jay auch wieder fertig gebaut und auch hier gibt es ein paar Teile, die übrig geblieben sind. Und also das hier, dieses Bedienteil ist genau gleich, bloß mit der Farbe Blau als Platte und das Teil ist wieder bedruckt. Und da würde ich sagen, wir schauen uns mal die Minifigur, also sprich den Jay an. Das wäre jetzt hier einmal der Jay. Die Torso-Bedruckung finde ich sehr cool. Die Beine kennen wir schon. Bewaffnet mit 2 Wurfsternen. Hat hier auch diese Energie-Ninja-Maske. Und das wäre jetzt hier einmal von hinten. Die Rückenbedruckung. Und wie wir jetzt hier schon sehen, auch hier ist der Kopf transparent. Und ist vorne auch ganz cool bedruckt. Dann haben wir hier den ganz normalen Spinjitzu Spinner und dann ist hier nochmal ein kleines weiteres Teil dabei, welches man hier drehen kann. Das zeige ich jetzt einmal. Ja, ist unspektakulär. Und dann hätten wir hier unseren ganz normalen Spinner. Vom Mechanismus her ist es genau gleich. Also sprich hier, das lässt sich eindrehen. Also sprich, man geht jetzt her mit der Einsparung. Dann dreht man das zur Seite und dann ist es eigentlich auch schon eingerastet. Und ich setze jetzt mal den Jay rein.
So, jetzt haben wir den Jay hier in seinem Jiu-Jitsu Spinner drin. Und dann lassen wir mal spinnen. Ja, auf jeden Fall ganz nett. Also die drehen sich tatsächlich sehr gut. Und hier hätten wir jetzt schon die beiden, sprich den Kai und den Jay Spinner. Und wie gesagt, die unterscheiden sich tatsächlich nur in der Farbe. Und halt die Minifiguren. Dann schauen wir uns als nächstes mal den Spinner vom Lloyd an. So, hier hätten wir jetzt den Spinner vom Lloyd. Und ja, so sieht die Frontverpackung aus. Also sprich genauso wie bei den anderen. Bloß, dass hier halt hier der Lloyd mal drauf ist und das NCW. Das wäre jetzt hier einmal die Rückseite. Hier werden jetzt die anderen beiden vorgestellt, die ich euch davor gezeigt habe. Und ja, der Lloyd hat hier Bomben. Und da würde ich sagen, schauen wir uns mal den Boxinhalt mal an. Auch wieder eine Tüte zum Bauen. Wir haben hier den Spinner. Und wir schauen uns mal die Aufbauanleitung an. Hier hätten wir schon das erste Bild. Und hier hätten wir das zweite. Auch diese Aufbauleitung hat 20 Seiten. Hier haben wir die Sets, wie auch in den anderen Aufbauleitungen. Diese Aufbauleitung schaut ein bisschen besser aus, also sprich die vom Jay war wirklich komplett kaputt und zusammengeknickt, aber so, die ist am besten bis jetzt. Dann würde ich sagen, ich baue das jetzt mal auf und bis gleich. Also Leute, ihr könnt es mir glauben oder nicht, aber ich habe kein einziges Mal jetzt hier in die Aufbauanleitung reingeschaut und habe dieses Set aufbauen können, beziehungsweise diesen kleinen Spinjitsu Trainer. Wir haben hier drei so kleine Bomben, die auf so einem kleinen Podest draufstehen, wie auch schön hier zu erkennen, dass da Leute einmal um sie rum rumslidet oder rumspinjitsut, je nachdem wie man das sagt. Und ja, dann haben wir hier ein paar Teile, Ersatzteile, und auch hier ist der Lloyd oder die Minifigur mit Wurfsternen bewaffnet. Und dann schauen wir uns mal den Lloyd als Minifigur an. Und die Beinbedruckung, die kennen wir. Die Torsobedruckung ist auf jeden Fall eine super coole, gefällt mir. Und das wäre jetzt hier einmal die Rückenbedruckung, die auch wieder die Energie-Ninja-Maske. Und wenn ich sie runternehme, können wir uns mal seine Rückenbedruckung mal ein bisschen genauer anschauen. Wo wir hier erkennen, hier hat der Lloyd auch einen transparenten Kopf, der nur einmal bedruckt worden ist. Die Rückseite ist leider leer. Aber auf jeden Fall, also die Minifigur finde ich bis jetzt am besten. Dann schauen wir uns mal den Spinner an. Und bei dem ist es genau das gleiche wie bei den anderen. Also sprich, man stellt die Minifigur rein, nimmt den Deckel, verschließt das Ganze. Und los geht's. Hier haben wir jetzt die drei Spinner vorliegen. Ja, ist auf jeden Fall ganz nett. Derjenige, der sowas mag, ist auf jeden Fall eine sehr coole Geschichte. Die drei Spinjitsu-Spinner oder Spinjitsu-Trainer, die haben jetzt so, ja, ich würde mal sagen, so circa, also knapp 30 Euro würde ich sagen, gekostet. Und ja, also für 30 Euro kriegt man von Ninjago meines Erachtens nach ein sehr cooleres Set. Aber wer sowas mag, ist auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Und schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare.
Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Euer Flexi.